müde. Außerdem fühle ich mich irgendwie ein bisschen, eklig. Ich weiß auch nicht. Habe ich seit gestern irgendwie, ich habe gestern Abend noch so spät Kaffee getrunken, das war nicht so eine gute Idee. Na, jetzt bin ich jedenfalls auf dem Weg nach Münster und setze mich gleich in die Bib, weil ich noch ein bisschen was lesen muss. Tanzen und es hat mega Spaß gemacht. Es war erst Hip-Hop und dann Zumba und es war super anstrengend, aber es hat einfach so viel Spaß gemacht und ich hatte so gute Laune gestern, das war echt schon richtig heftig. Ich war voll aufgedreht dann irgendwann und ich habe dann irgendwann um 23:30 noch eine Tasse Kaffee getrunken und habe noch angefangen zu schreiben und ja. Jedenfalls, weil ich gestern so viel Spaß hatte beim Tanzen, dachte ich mir, Mensch, ich könnte heute eigentlich mal übers Tanzen sprechen. Also, wie bin ich zum Tanzen gekommen? Das war so. Ich habe ungefähr mit 7 oder 8, irgendwie so in der 3. Klasse, habe ich angefangen zu tanzen. Damals war das bei unserem örtlichen Sportverein. Die hatten da halt so einen Kindertanzkurs und die haben da so was Hip-Hop-mäßiges gemacht. Das war so ein bisschen so eine Mischung aus Hip-Hop und Jazz. Und das war irgendwie so, glaube ich, mein zumindest der erste Kontakt mit dem Tanzen, woran ich mich erinnern kann. Da war ich ungefähr 1 Jahr, 1,5 Jahre vielleicht. Ungefähr 1 Jahr, glaube ich. Und das hat mega Spaß gemacht. Dann bin ich aber irgendwann in die 5. Klasse gekommen, aufs Gymnasium. Und da gab es dann halt immer so AGs. Also da haben dann irgendwelche Oberstufenschülerinnen irgendwelche Tanzkurse angeboten. Und das war auch meistens dann Hip-Hop. Und da habe ich eigentlich jedes Jahr irgendeinen Kurs mitgemacht. Das war jetzt natürlich nicht mega professionell oder so. Die haben sich die Choreografie selbst ausgedacht und haben da natürlich irgendwie fürs Unterrichten jetzt davon gar keine krasse Qualifikation. Aber egal, es hat Spaß gemacht. Dann war ich einmal mit meiner Stiefschwester im Urlaub. Wir waren mit Rufreisen weg und dann haben die irgendwie so ein Musical gemacht und irgendwie sind wir da auch drin gelandet und zwar als Tänzer und da haben wir viel getanzt. Das war ziemlich cool, weil wir einmal, also wir waren in Spanien und einmal haben wir geprobt und da mussten wir irgendwie erst in so ein anderes Hotel, weil da auch noch Leute waren, die da halt mitgemacht haben. Und da haben wir dann einfach in der prallen Mittagshitze auf dem Dach dieses Hotels getanzt. Und wie geil ist das denn bitte? Das hat so Spaß gemacht. Leider ist dann die Aufführung von dem Musical ins Wasser gefallen, sprich, also im wahrsten Sinne des Wortes, weil es mega geregnet hat. Das war so schade, weil eigentlich haben wir da echt so viel Energie reingesteckt, aber das hat mega Spaß gemacht. Also irgendwie habe ich halt so immer wieder mal so getanzt, ob es jetzt in der Schule war oder halt durch irgendwelche anderen Sachen. Also mehr so ab und zu mal, so nach Lust und Laune, bis ich 2012, da habe ich noch in Münster gelebt, da bin ich mit einer Freundin zur Hip-Hop Academy gegangen. Also das ist in Münster halt so eine Hip-Hop-Tanzschule und da haben wir uns angemeldet und da waren wir ungefähr 1 Jahr, bis wir unser Abi gemacht haben ungefähr und das war auch sehr cool. Da haben wir auch so eine Aufführung gemacht. Ich kann euch das Videomaterial, also die Aufnahmen von der Aufführung, mal einspielen. Das Problem ist, dass es irgendwann ab einem gewissen Punkt ein bisschen verwackelt ist, aber das wird nachher wieder besser. Also ich spiele sie euch jetzt ein. Thank you.
Ja, das war jedenfalls das. Das hat mega Spaß gemacht, das war cool und alles, die Lehrerin war cool. Allerdings, habe ich mich jetzt so mit dieser ersten Choreografie, also mit dieser Choreografie, die wir da gemacht haben, so ein bisschen unterfordert gefühlt und irgendwie war dann auch Abi und ich bin dann nach Dortmund gezogen und ja, dann habe ich in Dortmund gelebt, beziehungsweise wohne ich immer noch, also ich bin hier hingezogen und dann habe ich 2 Jahre lang gar nichts gemacht. Das heißt, ich habe gar nicht getanzt und ich weiß nicht, wie ich das ausgehalten habe. Das war nämlich so, ich bin hier hingekommen und dann habe ich mich eigentlich im Internet so umgeschaut, ob es irgendwelche coolen Hip-Hop-Tanzschulen hier gibt und alles, was ich gefunden habe, waren irgendwelche Jazz-Schulen oder Ballettschulen, die irgendwelche Hip-Hop-Kurse angeboten haben. Da dachte ich mir, nee Leute, also das war irgendwie nicht das Gelbe vom Ei. Ich wollte eine konkrete Hip-Hop-Schule haben, also Hip-Hop-Tanzschule. Und das gab's irgendwie nicht. Und wie gesagt, dann habe ich 2 Jahre lang gar nichts gemacht, weil ich mich dann eigentlich auch nicht nochmal bemüht habe, weiterzugucken. Es war mir damals auch noch nicht so wichtig. Es war halt etwas, was ich gerne gemacht habe, was mir Spaß gemacht hat. Aber das war irgendwie, irgendwie war mir das leider nicht so wichtig. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie es gekommen ist, aber irgendwann Anfang dieses Jahres hatte ich wieder mega Bock zu tanzen. Also es ist halt so, dass ich Musik mega gerne mag und ich liebe es halt, mich dazu zu bewegen. Und es ist halt auf Dauer nicht unbedingt befriedigend, wenn man nur in seiner Küche irgendwie oder im Bad rumtanzt, wenn man sich morgens fertig macht. Und von daher habe ich mir irgendwann gesagt, so, genau, das war nämlich, als das Sommersemester angefangen hat, das war genau an dem gleichen Tag, an dem Tag davor, habe ich gesagt, so, du suchst dir jetzt eine Tanzschule, beziehungsweise ich habe erstmal gegoogelt, ob es überhaupt eine gibt. Das war nach einer Dance-Session in der Küche, weil ich mir dachte, so, das reicht jetzt nicht mehr, du musst einfach wieder tanzen. Ja, habe ich gegoogelt und dann habe ich diese Tanzschule gefunden. Und am nächsten Tag war der Semesterstart, da war ich in meiner Vorlesung tagsüber und dann war ich irgendwie noch in Münster unterwegs und dann bin ich ganz spontan noch zu so einer Schnupperstunde da gegangen. Und es hat einfach mega Spaß gemacht. Also das war halt ein Kurs, wo noch relativ viele Jüngere dabei waren. Aber das war kein Problem, weil es diesen Kurs auch noch an einem anderen Tag gab und ich bin die nächste Woche dahin und habe diesen späteren Kurs ausprobiert und es war einfach super. Also ich muss sagen, dass ich am Anfang war die Wahrscheinlichkeit noch größer, dass ich wieder aufhöre, weil ich da niemanden kannte und weil ich mich am Anfang noch nicht so gut gefühlt habe, also im Sinne von Schritte merken und so, ist mir halt nicht so einfach, also nicht so leicht gefallen. Aber ja, ich bin dabei geblieben und das war einfach die beste Entscheidung, die ich dieses Jahr getroffen habe. Diese Tanzschule ist mir einfach so wichtig geworden in der letzten Zeit. Ich habe da neue Freunde gefunden und einfach dieses Ritual, dahin zu fahren, 4-mal die Woche und da tanzen zu gehen. Ja, ich bin einfach so froh, dass ich diese Tanzschule gefunden habe, mal ganz im Ernst. Also wenn ihr irgendwo im Raum Dortmund wohnt, dann müsst ihr bitte dahin. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox. Also die machen alles mögliche, Hip-Hop und Zumba und alles mögliche. Also schaut es euch auf jeden Fall mal an. Also ich könnte es mir jetzt gar nicht mehr wegdenken ohne das Tanzen. Ich weiß nicht, wie ich das vorher ausgehalten habe. Ich gehe momentan ja 4-mal die Woche tanzen. Es war vor den Sommerferien noch 5-mal die Woche. Leider ist jetzt freitags kein Kurs mehr, den ich mir irgendwie reinziehen könnte. Von daher sind es leider nur noch 4-mal die Woche. Aber ja, ich liebe es einfach. Und diese 3 Tage schon alleine, Freitag, Samstag, Sonntag, auszuhalten ohne Tanzen, ist schon richtig hart. Und die Sommerferien waren eine einzige Folter. Mein Vater hat mich letztens gefragt, was genau ich am Tanzen so toll finde. Und das ist
irgendwie eine gute Frage. Ich habe es versucht zu erklären, aber ich bin gescheitert. Also ich meine, klar ist es die Lust auf Bewegung und die Lust, also die Freude an Musik und so. Aber an einem konkreten Punkt könnte ich das jetzt nicht festmachen. Es ist einfach so, dass ich das Gefühl liebe. Und tja, also anders kann ich es leider auch nicht beschreiben. Es ist einfach etwas, was ich abgöttisch liebe und ich kann es nicht erklären. Das, ich weiß auch nicht, das ist unerklärbar. Aber ja, ich liebe es einfach. So viel zu dem Thema, das wollte ich nur loswerden. Ich gehe jetzt tanzen. So, jetzt ist es schon wieder mega spät geworden. Ich war beim Tanzen und es war ganz cool, es war aber auch ziemlich anstrengend. Und jetzt habe ich mir gerade noch Pfannkuchen gemacht, weil ich einfach so Hunger hatte, weil ich ungefähr heute so gut wie nichts gegessen habe, also echt wirklich fast gar nichts. Und ja, ich esse die jetzt und werde jetzt ja, ein bisschen chillen, vielleicht noch irgendeine Serie gucken oder so. Mal schauen. Und ja, es ist heute vlogmäßig irgendwie nicht so viel los gewesen. Ich meine, immerhin habe ich euch erzählt, was mir das Tanzen bedeutet. Das ist schon mal wenigstens etwas. Aber ja, morgen ist auf jeden Fall wieder mehr los. Und übrigens, ich habe ja, wie gesagt, nur 4 Stunden geschlafen, mit Unterbrechung sogar. Ich habe ja immer nur 2 Stunden am Stück geschlafen und ich bin trotzdem nicht so müde. Also eigentlich habe ich sonst immer so einen Punkt am Tag, wo ich richtig, richtig fertig bin und wo ich einschlafen könnte, aber das hatte ich heute irgendwie gar nicht. Also ich meine, ich bin jetzt auf jeden Fall total K.O., aber nicht mehr als sonst. Also von daher habe ich das ganz gut weggesteckt. Nun gut, jetzt Ende dieser Vlog aber und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann!